sind seit Ende August da. Es gefällt uns beim Naturspielplatz irrsinnig gut. Und natürlich neben dem, dass wir uns um die Tiere kümmern, dass wir in der Gatschgrube drinnen gatschen, dass wir Wasser platschen, lernen wir auch noch ein paar Sachen. Und das wollen euch die Kinder jetzt präsentieren. Wir freuen uns voll, dass ihr halt alle da seid. Und ja, viel Spaß! Aus Kinder! Maxi, für was möchtest du Danke so? Dass du für uns so tolle Sachen kaufst. Wer bist du? Lukas. Lukas, für was möchtest du Danke so? Danke für die Hupe. Wer bist du? Ben. Ben, für was möchtest du Danke sagen? Danke, dass du für uns immer da bist. Wer bist du? Thomas. Thomas, für was möchtest du Danke sagen? Danke für alles. Er hat gesagt, er ist mit den Gemeinden, mit dem Bürgermeister so eingedeckt, dass er für mich keine Zeit mehr hat. Und darum habe ich dann den Rudi genommen. Die Idee ist für dich gekommen. Danke nur einmal dafür. Ich glaube, es war eine sehr gute Idee. Und wir haben einfach dann gesagt, ja, irgendwas müssen wir entwerfen. Und das ist es geworden. Und ich glaube, es war eine gute Idee, das Ganze. Du hast das super umgesetzt. So, und jetzt starten wir dann. Also, ich denke, wir fangen mit dem frischen Wasser an, mit der Kran. Das ist Trinkwasser. Dieser kleine Wasserspender ist aus Rastaler Marmor, also Marmor, also Gegend. Und das ist der Werk von der Marin selber. Marin hat das Nilpferd und den Wasserspeier gefertigt. Rastaler Marmor ist so, wie gesagt, das widerstandsfähigste, was wir am Marmor in Österreich haben. Ja. Heute geht das Wetter aus und braucht nicht mehr weiter behandelt werden. Das ist sehr hartes, sehr zähes Material. Also die Hüterin der Quellen besteht aus Carrara-Marmor und ist in einer Arbeitszeit von 3,5 bis 4 Monaten entstanden. Die anderen Arbeiten sind innerhalb von 3 Monaten fertig geworden. Also alles zusammen hat uns sogar ein halbes Jahr Arbeit gekostet.